Mini-Paluten, bist du bereit? Digga, ich bin sowas von bereit. Okay, wunderbar. Denn meine Damen und Herren, ich werde jetzt zum ersten Mal seit circa 5 Jahren wieder eine Runde Solo-Bad Wars spielen. Also komplett alleine gegen die ganzen Gegner spiele Bad Wars Solo. Let's go. Oh, Alter, jetzt bin ich echt mal ein bisschen gespannt, ob Paletto das noch drauf hat. Ob er auch alleine bestehen kann. Die letzten Mal habe ich ja zusammen mit Manuel ein bisschen gespielt. Aber jetzt kommt es drauf an. Komm schon, Palette. Ich glaube an dich. 5, 4, 3. Okay, es geht los, Leute. Drückt mir bitte die Daumen. Wenn ihr Bock habt auf mehr, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. So, ich stelle mich jetzt am Anfang direkt hier erstmal ein bisschen hin. Oh Mann, ey, Mengel hat mir da doch schon immer sehr, sehr viele Tipps gegeben. Das ist natürlich die Frage, ob ich das jetzt alles so umsetzen kann. Wir spielen auf den Hypixel-Servern, weil da ist irgendwie ein bisschen geiler, ein bisschen chilliger. So, ich hole mir als erstes ein bisschen Wolle. Ja, vor allen Dingen, damit ich direkt in die Mitte gehen kann, Alter. Damit wir uns hier vielleicht direkt schon mal ein paar Dias holen. Hoffen wir mal, dass niemand sich direkt zu uns baut. Ach, warte mal, stimmt, ich muss das Bett da ja auch selber mal ein bisschen einbauen. Stimmt, jo, das habe ich die ganze Zeit nie gemacht. So, da ist es zumindest am Anfang erstmal ein bisschen sicher. Oh Mann, bam, Alter, guckt euch das Placement von den Dingern an. Benutze Rejoin, um das Spiel wieder zu betreten. Oh, ah, okay, das wusste ich... What? Okay, welche Farbe bin ich? Ich bin weiß. Okay, let's go. Warte mal, da oben ist es, dann bleibe ich auch direkt hier oben. Alter, wie ich mich gerettet habe, Leute. Bam. So, gönnen uns hier mal direkt 2, 3 Dias. Klicke. Hä? Okay. Da drüben ist pink. Ja, rosa ist auch der grau fertig gemacht hat, glaube ich. Das ist nicht ganz so gut, aber egal. Ich gönne mir jetzt hier vielleicht nochmal ein Dia. Wir warten, bis er spawnt. Und dann könnten wir uns vielleicht nochmal ein kleines Upgrade holen. Gelb geht da vorne auch schon rüber. So, komm, gib mir nochmal einen hier. Okay, der baut das ein. Wir brauchen auf jeden Fall für ihn eine Spitzhacke. Das können wir uns schon mal ein bisschen merken. Ich glaube, den sollten wir auch direkt als erstes ausschalten. Ganz ehrlich, der könnte zur größten Gefahr für uns werden. Und wenn man dann irgendwie so die größte Gefahr schon mal ausgeschaltet hat. Sag mal, okay, der hat auch definitiv da vorne schon mal ein bisschen Kram mit Spitzhacke und so weiter. Deswegen gehe ich mal hier ran. Werkzeuge, genau. Bam, hol mir direkt mal die. Und dann sollten wir gucken. Ah, Smaragde brauche ich dafür. Irgendwie ist das hier schon wieder ein bisschen anders, dass ich das nicht richtig lesen kann, was ich dafür brauche. 40 Eisen, Nahkampf. Ja, Smaragde, aber was mache ich mit... Dias kriege ich. Ah, damit kann ich verstärkte Schwerter. Ja, dann werde ich hier mal. Zack, ein bisschen verstärkt. Mal gucken. Das packen wir mal auf die 2. Wie sieht es da vorne aus? Ich glaube, ich werde mal zu pink gehen. Wir könnten natürlich jetzt auch in die Mitte, um uns natürlich direkt die Smaragde zu holen. Ist an sich auch nicht doof, ne? Aber ich werde mal gucken. Oh ja, Pink will Beef. Hallo, guten Tag, Pink. Paletto ist da. Na, ich muss schneller sein als er. Bam, direkt weggekegelt. Jetzt let's go. Komm, 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 komm. Let's go, nice one. Huh, das war schon mal relativ spannend. Jetzt, oh, es respawnt. Jetzt geht's daran. Bam, oh, kassiert Combo. Alter, Leute, ich weiß nicht, ob man das gerade nachvollziehen kann, aber ich hatte gerade ein bisschen Puls. Also ich war gerade wirklich extrem angespannt. Oh, da kommt blau. Ah, scheiße. Okay, wir kriegen hier kaum... Der könnte... Oh, der baut sich direkt zu uns. Scheiße, jetzt bin ich zu nervös. Nein, 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 nein. Nein, du Mieses. Bam! let's go. Sag mal, warum bin ich denn so nervös? Das gibt's ja nicht, hä? Das ist doch meine Base. Warum konnte ich jetzt hier bei dir gerade nichts kaufen? So, warte mal, Rüstung. Ja, ich habe halt keine Smaragd, aber ich hole mir einmal hier ein Eisenschwert. Die Frage ist, was bräuchten wir denn jetzt nochmal? Geschärfte Schwerter. Ich habe halt super viel Eisen. Ich hole mir dementsprechend einfach nochmal ein paar Blöcke. Smaragde, Smaragde. Schere hole ich mir nochmal. 12 golden Bogen. Oh ja, bisschen hier mal mit Bogen und so spielen. Ist vielleicht auch keine schlechte Option. Ich werde mal hier alles ein bisschen... hinpacken. Man kann vielleicht auch ein bisschen mehr mit Tränken und so weiter spielen, aber da habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Oh, nicht, dass der jetzt unsichtbar bei uns rangeht. Da vorne ist er. Ah, scheiße, er hat auch ein Eisenschwert. Boah, Alter, was? Jawohl, hab ihn. Jetzt ran. Jawohl. Abgebaut. Ja, let's go, let's go. Wir haben zumindest schon mal da ganz gut abgeräumt. Wir sollten jetzt einfach mal in die Mitte gehen. Blöcke haben wir genügend. Ja, das habe ich auch gesehen bei Manuel, dass er halt sehr viel auch mit diesen Explosion-Dingern gespielt hat. Was? Grün? Okay, nichts bei uns. Auch kaum Bewegung. Gucken wir mal.
Ah, hier war schon jemand. Das ist auf jeden Fall einmal leer geräubert worden. Weil sonst müssten ja eigentlich viel mehr Sachen liegen. Oh, ich bin einfach froh, dass ich jetzt zumindest schon mal hier in meiner ersten Runde, also das ist auch tatsächlich meine komplett erste Runde. Ich habe jetzt hier mich nicht in irgendeiner Weise vorher warm gespielt, sondern ich dachte mir, okay, das soll wirklich hier meine erste Runde werden, egal was passiert. Schauen wir einfach mal. Warte mal, wie viel brauche ich denn? Ich habe jetzt 4. Oder hier ist auch nochmal was gespawnt. Wir müssen so ein bisschen aufpassen. Da ist unser Bett, aber ich sehe jetzt niemanden, der gerade bei uns rangeht. Hier ist auch nochmal, ich glaube 6 oder 7 waren das, ne? Ich glaube 7, damit können wir uns dann die Dia-Brustplatte holen. Nicht Brustplatte, das ist ja nur dieses Upgrade. Dann bekommt man ja nur Hose und die Beine. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Das nehme ich. So, dann gehen wir jetzt mal einmal ganz schnell nach Hause. Leute. Was geht hier ab? Paletto. Der ist hier mit seinem kleinen, wunderbaren Wollbett. So, okay. Cross-Teaming is not allowed. Ja, das ist alles in Ordnung. Das habe ich verstanden. So, genau, Rüstung. Bam, perfekt. Dia ist jetzt am Start. Hier kann man sich noch Werkzeuge, ja, wahrscheinlich das hier, zum Abfeuern. Da hole ich mir einfach mal 3 Stück von. Tränke wären wahrscheinlich auch nochmal ganz gut. Trank der Schnelligkeit. Ja, Unsichtbarkeit wäre halt noch geil gewesen. Aber ich gehe jetzt einfach mal, ich gehe mal weiter gucken. Wer ist denn noch da? Grün. Ah, aber da ist relativ wenig Bewegung. Wir könnten natürlich jetzt nochmal mit Dias. Okay, die fighten sich. Weiß hat noch das Bett. Blau ist noch irgendwo. Blau könnte uns gefährlich werden. Der ist irgendwo da drüben. Grün ist vor allen Dingen auch noch am Start. Ah, da hinten. Okay, der läuft jetzt nach Hause. Nee, die fighten da jetzt erstmal. Ja, ich könnte darüber. Nee, ich gehe zu Rot. Ich weiß zwar nicht, ob sich irgendjemand jetzt gerade zu mir irgendwie hin bewegt, aber das ist jetzt auch erstmal egal. So, wir gehen mal rüber. Ah, ich werde bestimmt gleich von dem abgeschossen. Wow, das war so klar. Let's go. Dann schnell hier hoch. Ah, den Blauen hat's erwischt. So, da müssen wir uns jetzt mal irgendwie ranschleichen. Ah, Mist. Nein, der wird zu mir gehen. Ah, Mist, ey. Egal. Oh, let's go. Let's go. Er checkt halt nichts. Let's go! Den baller ich jetzt gleich runter. Der kommt jetzt gleich zu mir. Bam, runter. Jawohl, er ist unten. Jetzt müssen wir sofort zu dem Grünen, weil ich gehe mal davon aus, dass der jetzt zu unserer Base geht und alles probieren wird. Ja, der läuft da halt straight up bestimmt durch. Ja, der wird gleich bei uns sein. Kann ich mir sehr... Also, ja, ich sehe ihn da hinten sogar. Treffer? Na, Mist, Alter. Der wird so schnell da sein. Scheiße. Paletto, go. Komme ich hier ohne... Ah, ich krieg zu viel Fallschaden. Ah, Scheiße. Wieso kann ich denn hier keine Blöcke platzieren? Ah, jetzt. Als ob! Nichts verlernt, Junge! Nichts verlernt! Oh, what? Was für eine Runde. Let's go, Paletto, Alter! Das war doch ganz geil jetzt hier. Das war für die erste Runde. Ich hab gewonnen, oder? Ja! Let's go, Leute! Was geht ab? Alter. Leute, ich würde mal sagen, boah, ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen tatsächlich. Weil ich wollte, dass die Runde, dass wir es schaffen. Und ja, war mir halt nicht sicher. Leute, ich weiß, ich bin nicht der beste Minecraft-Spieler. Ist mir aber auch egal. Ich fand, das war eine coole Runde. Es hat Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Runden, auf mehr Minecraft, sei es ein bisschen Bad Wars oder dass wir uns vielleicht mal nochmal ein paar andere Spielmodi in zukünftig mal angucken. Weiter Bad Wars. Vielleicht mal die eine oder andere Mod ausprobieren. Da wollte ich auch mal irgendwie mir so ein bisschen was mit Manuel, wollten wir da mal was planen, dass man die verschiedenen Mods einfach mal testet. So Leute, jetzt ist aber Ende Gelände. Lasst ein Like da, hier sind jetzt noch Videos. Schaut gerne in die Videobeschreibung für Mini-Paluten oder für die Palutenbücher. Vielen Dank für euren Support. Danke fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.